Hallo Freunde, willkommen zurück zu Mafia 3. Ich weiß, ist schon eine Weile her, aber neues Jahr und ich möchte in den alten Rhythmus zurückkehren. Außerdem sollte Mafia 3 irgendwann auch mal zu Ende gehen, nicht wahr? Bin sowieso mal gespannt, wie das wird, wenn ich jetzt diese Woche das neue Gaming-Setup zusammenbaue und Windows nochmal neu mache, ob dann der Mafia 3 Spielstand wieder weg ist oder ob ich es diesmal schaffe, ihn zu sichern. Der ist ein bisschen versteckt. Wie auch immer, wir sehen hier Besuche Big Rigs. Da geht's darum, dass es vor kurzem ein neues, kostenloses Update gab, ein DLC, wenn man so möchte. Man kann jetzt seine Autos optisch mehr aufwerten, als das vorher der Fall war. Nicht, dass wir vorher schon dazu gekommen sind, aber ganz ähnlich wie das mit den Klamotten von Lincoln, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, die Autos ein bisschen aufzuwerten. Da bin ich mal gespannt. Okay, wir sind hier drüben unterwegs und so wie es aussieht, haben wir Point Verdun. Schutzgeld, rede mit Bert Donnelly. Bitteschön, machen wir das mal als erstes. Ich muss jetzt auch erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Hab das seit Wochen nicht mehr. Okay, wer hat dieses senfbläfarbene Auto mit verschwommenem Chrom hier abgestellt? Ich glaube nicht, dass das unser Schlitten ist, oder? Das darf nicht unser Schlitten sein. Hatten wir echt so einen Bock? Naja, ist gerade kein anderes da. Ich würde sagen, notgedrungen nehmen wir es halt. Mal sehen, ob mit dem Patch mit den optischen Aufwertungen für Autos jetzt auch ein bisschen was an der Auto-KI gemacht wurde. Und wir ein bisschen vernünftiger Auto fahren können hier. Also, dass ich vernünftig fahre, könnt ihr gleich mal vergessen. Aber die KI, das wäre schön, wenn die nicht plötzlich anfängt, Kreise zu drehen oder Unfälle zu bauen. Wobei das Polizeiauto da vorne wenig anders für Hoffnung gibt. Autokampf, Zielauswahl, schießen, linke Maustaste und ich will nicht kämpfen. Warum sollte ich kämpfen wollen? Mit der Polizei oder was? Ach so, wahrscheinlich wegen dem Ding. Naja, geht mich auch nichts an. Auf jeden Fall ruckelt's mal wieder. Ist also alles mit am Start. Sollte jetzt nicht eigentlich irgendwo, wenn man's auswählt. Ich weiß, wir sind nicht in Chicago. Da macht man sowas eigentlich nicht. Ich hatte es eilig. Einigermaßen. Hupe funktioniert. Dazu möchte ich Ihnen im Namen der gesamten Belegschaft ganz herzlich gratulieren. Ich weiß, das war jetzt auch nicht fachmännisch. Eigentlich sollte man erstmal gucken, ob was kommt. Als wäre das der KI nicht sowieso egal. Grüße, Empfehlungen und all das Zeug. Ja, hi. Vom draußen stehen geht der Durst nicht weg. Achso, du hast schon Bier. Damit darfst du wahrscheinlich nicht hier rein. Ich sehe schon. Du bist ein Bär, oder? Bist du Bär? Nicky schickt mich. Eines Tages heirate ich das Mädel. Bär Donnelly. Ich verdanke Nickys Paar alles. Soll für ihn die Robert Doe Fleischfabrik im Auge behalten. Wer hat da drüben das Sagen? Wie passt die da rein? Spinner namens Sonny Blue vermietet den Kredithain des Schlachters ein Zimmer. Den Schutzgeldleuten auch. Wenn Sie da nicht wüten können, gehen Sie damit auf die Straße. Ist Sonny vielleicht gerade in der Fabrik? Scheiße, nein. Sonny kommt nur vorbei, um seine Leute zurechtzubiegen. Aber einer der Jungs, Ralph heißt der, hat wohl Geld unterschlagen. Sie prügeln drüben im Schlachthof auf den armen Bastard ein, um rauszufinden, wo er es versteckt hat. Könnte nützlich sein, ihm den Arsch zu retten. Mal sehen, was Sonnys Affen so ausspucken. Pass auf dich auf, Bear. Sonny Blues, genau. Leute haben Angst vor ihm. Die reden nicht. Mach denen also mehr Angst vor dir. Ha, nichts leichter als das. Solange sie nicht bei mir ins Auto steigen müssen, geht das alles.
Was Rotes? Mit Dach oder ohne? Na, ich glaube, wir behalten erstmal das senfblähfarbene Ungetüm. So, es sieht fast so aus, als hätten wir eine Menge zu tun. Wir haben die Schutzgeldgeschichte. Verbleibender Schaden 20.000. Wir hätten... Das sieht aus wie einer dieser Anführer. Und da oben Dito. Und da geht's um Ralph. Na gut, wenn wir jetzt schon mal hier in der Gegend sind. Ich würde sagen, wir holen uns die Weste und dann gehen wir gerade ein bisschen hier über die Straße. Das ist ja echt um die Ecke. Holen uns noch das Funkgedöns und dann, oder den Verteilerkasten. Und dann schauen wir mal, was wir da drüben noch erreichen können. So. Junge, Junge, wenn du nicht aufpasst, wo du hinläufst. Mein Schatz. Immer herein in die gute Stube. Passt schon. Ich wollte gerade sagen, was ist mit dir los? Aber für Texturschäden kannst du natürlich nichts. Das kommt in der besten Familie vor. So, Steuerung. Ah, das war Schleichen. Sehr gut. Mir ist eigentlich alles wurscht hier drin. Nur diese Weste hätte ich ganz gern. Andererseits... Nee, da müssen wir nichts mehr klauen. Der war ja sowieso schon direkt bei uns. Du bist ein wirklich aufmerksamer Ladenbesitzer. Das ist ja unglaublich. Sie sollten nicht hier drin und kommen ja nicht wieder. Ja, ja, passt schon, passt schon. Als hätte ich das vor. Ist ja schlimm bei euch. So, da vorne steht der Verteilerkasten. Aber ich habe das Gefühl, die Gentlemänner hier mögen uns nicht. Okay, das ist der da vorne. Da könnte man von ganz weit da hinten mit dem Scharfschützengewehr eventuell was erreichen. Wah, wah, wah. Hörst du auf? So, hier ist plattgefahrenes Zebra. Da sollten wir nicht rüber dürfen. Verschwinde! Bin ja schon weg jetzt. Reg dich nicht auf. Die nächste Frage wird natürlich sein, haben wir überhaupt ein Scharfschützengewehr? Und wie geht das mit der Deckung? Alles klar, das war Steuerung. Das ist falsch, Lincoln. Okay, die Wand ist sehr magnetisch und er hat einen Metallschädel. Das sieht aus der Brusttasche. Ich bin begeistert, Lincoln. Der Wahnsinn, was du alles in deine Brusttasche reinkriegst. Ich habe das Gefühl, dass die Leute nicht mehr richtig dargestellt werden auf die Entfernung. Andererseits frage ich mich, ob dieser rote Tank zum Explodieren gebracht werden kann. Wahrscheinlich brauchen wir dafür einen etwas größeren Zauberstab, um den zum Brennen zu bringen. So ein Überredungskunststück der Marke Raketenwerfer. Aber irgendwann konnte ich es nicht mehr vertragen, so lange im Wasser zu stehen. 3 Stunden im Wasser bedeuteten einen ganzen Tag im Bett und meine Tiere zu schonen. Was du nicht sagst. Warum? Als wir aufwuchsen, zum Geier. Waren wir bettelarm. Wie geht's dir? Ich erinnere mich, wie einige dieser Großkatze mit etwas Geld in der Tasche damals versucht haben, mich und meine. Also Leute, das hier können wir wahrscheinlich sprengen. Das sehe ich kaum ein Problem. Aber für die waren wir der reinste Dreck. Ich finde das echt nicht okay, dass das nicht mehr dargestellt wird auf die Entfernung. Das sind sie jetzt. Okay, wenn wir Deckung nehmen am Telefonhäuschen. Kann schon keiner die Polizei rufen. Ich glaube, das lief nicht ganz so gut wie gedacht.
Ich will nicht sterben! Ich glaube, da hat jemand die Telefonzelle getötet. Na, Vorteil ist, dass keiner die Polizei ruft. Es hält er an, der blöde Hund. Dafür kriegst du einen sonst wohin. Du bist ein stöhnender Zivilist. Hat dir wahrscheinlich schon lange keiner mehr gesagt. Naja, diese Weltkriegsgewehre sind gar nicht so schlecht. Und du glaubst, das hilft dir, ja? Okay, ich würde sagen, genug geballert. Dann schauen wir mal. Da dürfte er also ziemlich aufgeräumt sein. Unbefugtes Betreten. Jetzt ernsthaft? Ist das sowieso keiner mehr da, der sich dran stören könnte? Also das war ein richtig guter Schachzug mit dem Verstecken hinterm... Nicht mehr raus. Du schuldest, was du schuldest. Aber vielleicht schickst du ja mal dein hübsches Frauchen rum. Hinter der Telefonzelle. So, Schrotflinte ist nicht so ganz mein Fall. Sowas in der Art haben wir schon. Ich glaube, meins gefällt mir besser. Immerhin schwebt er nicht mehr. Das muss die Explosion gemacht haben, ihn so unters Auto schubsen. Wahrscheinlich fängt das Auto auch noch gleich Feuer einfach, weil die KI nicht so ganz damit klarkommt. So, eine Sache möchte ich jetzt aber trotzdem noch wissen. Kann man den sprengen? Da schießt wer? Das ist ja furchtbar. Baba. Da bringen die Leute den Autos Kunststückchen bei. Das hat es schon fast geschafft, eine Rolle zu machen. Das war jetzt aber nicht die Explosion, die ich da drüben gemacht habe, oder? Kann ich mir kaum vorstellen. Hoffentlich überschwemmt mir das nicht wieder den Keller. Heilige Scheiße, hoffentlich überschwemmt mir das nicht wieder den Keller. Junge, 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 Junge. Ich meine, so war das nicht beabsichtigt. Aber so kam das an bei mir. Das Auto kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das nehmen wir mit. Da müssen wir nur noch gucken, wo es als nächstes hingeht. Ich meine, einen haben wir schon zerledigt. Dann würde ich sagen, nehmen wir den hier als nächstes und dann geht es Richtung Schlachthof. Ja, 400 Meter, das können wir unmöglich laufen. Ach, hier drüben ist auch noch ein Polizist. Da bin ich froh, dass der die Schießerei nicht mitgekriegt hat. Stell dich mal vor, der wäre dazugekommen. Hey, die Ampel war rot. Gratuliere, Farbsehen exzellent. Als würde mich eine rote Ampel interessieren in dem Spiel. Kann man ausbeulen. Nicht so wild. Ja, ich sollte vielleicht nicht nur die Handbremse benutzen zum Lenken. Gelegentlich auch mal bremsen. Ich sagte gelegentlich, nicht jetzt sofort. Aber das Parken können wir anständig. Mehr oder weniger. Okay, 120 Meter ungefähr. Und da haben wir dann den nächsten Kunden. Diesmal wahrscheinlich ohne explosive Unterstützung. Vorsicht, Pflaster! Hey, pass auf, wo du hinläufst! Pass doch auf, wo ich hinlauf! Muss ich denn alles machen? Okay, ich glaube, es ist der, der dort so steht und zeigt.
Und dann müssen wir nur noch gucken, ab wo er unsichtbar wird. Mit ein bisschen Glück geht's ab dem Mäuerchen hier. Ah, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt müssten wir mal nur noch gucken, wo die nächste Telefonzelle ist. Einfach nur, um die Zivilisten da abzufangen. Ja, wir parken eigentlich auch gleich um die Ecke. So sind auch keine Bäume im Weg. Gutes Jagdwetter, das sehe ich auch so. Zum Glück haben wir ein Jagdgewehr. Scheiße, ist das eine Knarre? Nein, das ist ein Gewehr. Achtung! Achtung mit Knarre! Ihr solltet machen, dass ihr hier wegkommt. Ich glaube, da wird gleich geschossen. Weg hier! Geh an einen schöneren Ort. Sehe ich ähnlich? Ah, da ist die Telefonzelle. Naja. Sollen die Leute jetzt die Polizei rufen? Das ist mir eigentlich gerade egal. So. Fleischerei. Schutzgeld. Finde Ralph. 7650 bleiben noch übrig. Das sollten wir eigentlich noch packen. Da geht's raus. Und ja, 250 Meter. Das ist für so ein Auto eigentlich keine große Sache. Noch sind ein paar Beulen drin, aber ich habe das Gefühl, die verschwinden nachher auf magische Art und Weise. Die Polizei hier arbeitet nach dem Prinzip gucken erlaubt, mehr aber nicht. Wendekreis wie ein Kreuzfahrtschiff. Das war knapp. Hallöchen. Ja, servus. Okay, das hier könnte ein etwas größerer Ausflug werden als die zwei gerade eben. In jedem anderen Spiel würde ich sagen, ganz klare Sache, rote Ringrinne, da klettern wir hoch. Aber ich habe das Gefühl, Lincoln ist kein Batman. Das probieren wir nochmal. Mit irgendeiner Taste konnte man doch klettern. Ich glaube hier nicht. Läuft. Architektonisches Meisterwerk. Am besten gefallen mir die Fenster auf der Seite. Okay. So viel zu, wir greifen übers Dach an. Suchen wir Gullideck. Das ist so in letzter Zeit ja das Lieblingsding vom Spiel, das wir von unterirdisch angreifen. So weit, so schlecht. Und gerade in der Ecke sind jede Menge Leute unterwegs. Gefällt mir eigentlich auch überhaupt nicht. Schalldämpfer haben wir auch keinen. Das bedeutet, wir machen wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg. Weil wenn die alle so dicht aufeinander stehen, glaube ich nicht, dass wir das schaffen mit Messer. Aber wir können mal gucken, vielleicht können wir die Pfeifen einzeln rauspfeifen oder so. Das war's nicht. Das war's nicht. Das war's. Sehr gut. Ja, dieser Pfiff, das kann nichts Gutes sein. Komm, mach hin, du wirst nach Stunden bezahlt, oder? Wir haben sehr viel Cash dabei, das hätten wir vielleicht vorher mal eintauschen sollen. So, der ist zwar theoretisch von der Straße aus sichtbar, aber bei dem Regenwetter ist sowieso keiner unterwegs. Behaupte ich jetzt einfach. Läuft.
Scheiße. Ich bin sowas von am Arsch. Ach, sag doch nicht sowas. Drei, vielleicht vier Tage. Ich glaube, da ist unser Kunde. Scheiße, Jack. Du solltest ihn doch bloß ein bisschen aufmischen. Rausfinden, was er weiß. Er hat sich benommen wie ein Arschloch, hat mir nichts erzählt. Also wollte ich ihn etwas schmoren lassen. Etwas. Sieht er jetzt vielleicht so aus, als ob er schmort? Was zur Hölle soll ich tun? Der Schlachter dreht mich doch durch den Fleischwolf. Gott, ich will nicht sterben. Du stirbst schon nicht. Lass uns die Schicht ganz normal durchziehen. Dann kommen wir zurück und kümmern uns um den toten Wichser. Das ist nicht gut. Die Zeit ist um, Arschloch. Jetzt sagt mir nicht. Wo ist er hin? Heilige Scheiße! Rennt! Ich gehe in Deckung. Von dir wird nichts mehr übrig bleiben. Au, das war nicht nett. Okay, irgendwas mache ich gerade falsch. Oder er hat richtig üble Laune, der Lincoln. Wo kommt der Typ her? Wahrscheinlich haben wir ihn einfach zu lange ignoriert. So, Ralph retten. Ach, sei nicht Ralph, ganz im Ernst. Gut, der ist futsch. Noch futscher geht ja fast nicht. Wachposten hat uns entdeckt, wir sind offiziell im Kampf, das heißt, aufräumen lohnt sich auch nicht mehr. Ist mir ein verdammtes Vergnügen. Ja, und mir erst. Du bist der TN-1000, du hast die Ruhe weg. Du bist unbesiegbar. Wer hätte gedacht, dass du durch ein Messer verwundbar bist? Naja, jeder hat ein Kryptonit. Du hast nichts gesehen. Geh einfach wieder. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Hä? Geh einfach. Es ist ja voll peinlich. Schlag Alarm oder mach was. Oder geh. Oder. Das ist ein merkwürdiges Benehmen. Finde ich auch. Was für ein merkwürdiges Benehmen. Zivilisten heutzutage. Okay, er ist als Schlachter vielleicht den Umgang mit Messern und viel Blut gewöhnt, aber das ist ein bisschen... Hört sich nach Ärger an. Okay. Also die Leute, die hier arbeiten, sind irgendwie komisch. Und wieder ein weiterer Grund, kein Vegetarier zu werden. Stellt euch vor, solche Leute werden arbeitslos und laufen dann auf der Straße rum. Oh, da haben wir noch eine Notiz. Ja, bitte. Ich habe gestern diesen humpelnden Arsch von Burke gesehen, wie er über den Bürgersteig wankte. Die ganze Hose vorne voll gepisst. Ich weiß, Mr. Barbieri sagt, wir dürfen den irischen Penner nicht anrühren, aber ich möchte nichts lieber, als ihm mit einem Baseballschläger auch das andere Bein zu zertrümmern und ihn zum Vollkrüppel zu machen. Das ist nicht nett. Also nicht mal so ein bisschen. So, lass mal gucken. Wir haben derzeit keine Heilmittel mehr dabei. Und dann nehmen wir wenigstens das ein bisschen mit hier. Okay. Wo wollt ihr ihn dann suchen? Papum, papum, papum. Ja, irgendwo halt. So, die sind alle im anderen Stockwerk. Das sollte eigentlich hinhauen. Und das heißt, wir haben hier hinten noch ein bisschen Bargeld mitzunehmen. Vorausgesetzt, das ist nicht auch oben. Ne, liegt hier in der Ecke. Sehr schön. Sag mir nicht, ihr sucht mich immer noch. Gibt's ja gar nicht.
So, was mir zu meinem Glück gerade noch fehlt, ist sowas wie ein Treppenhaus. Oder ein anderer Weg nach oben. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Ah, da hinten haben wir ein Treppenhaus. Man muss einfach nur lernen, die Karte zu lesen. Aber an der Tür habe ich es als erstes probiert, die ist zu. Na schön. Das heißt, wir suchen uns einen anderen Weg nach oben. Ich meine, das wird ja nicht der einzige Eingang da sein. Da hätten wir eine relativ große Treppe. Ich glaube, das sieht gut aus. Das ist Hups. Den habe ich entweder. Wie bitte? Den habe ich entweder einfach nur übersehen oder er wurde mir nicht angezeigt. Ich glaube, Lincoln ist ein bisschen pissig, dass er so lange nicht ran durfte. Der hat ja eine Laune. Oder er ist einfach inspiriert, weil Schlachthaus und so. Wo wollt ihr ihn dann suchen? Der ist relativ weit weg. Der grüne Pfeil da ist ein Geldbündel, das ich unten vergessen habe. Ich würde sagen, das nehmen wir ein anderes Mal mit. Nein, Lincoln, falscher Container. Hierhin. Gut gemacht. Jetzt geh du nicht da nach oben. Das wäre super ätzend. Wenn es da einer hier oben vorbeiläuft. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Und natürlich macht das einer. Ist er das? Wenn ja, solltest du Scheiße. Verstärkung holen. Überprüf die andere Seite. Aber mit Knarre. Bekommen. Die Schüsse kamen von da. Welche Schüsse? Okay, wo wollt ihr ihn dann suchen? Der da unten hat auch irgendwie eine große Macke. Könnte fast meinen, da hängt die Schallplatte. Oder er kann nur den einen Satz. So, das hat der Kollege da hinten gehört. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Da bin ich stark dafür. Tja, gelernte Lektion, seid nett zu Rindviechern. Vielleicht ist er hier drüben? Vielleicht. Im Zweifelsfall immer mal dem Pfeifen nach. Das ist irgendwie nicht halb so schwer, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber das soll trotzdem erstmal in Ordnung sein. So, der Fleischer da hinten geht mich erstmal nichts an. Die haben überraschend gute Laune dafür, dass hier eigentlich kaum noch jemand am Leben ist. Zwei ist ein bisschen garstig, da komme ich so nicht so einfach dran.
Und das hören sie schon nicht mehr. Ach Mann. Wenn die sich überhaupt weglocken lassen, ich meine. Verdammt nochmal. Ich habe genug Ärger am Hals. Na dann. Ich kann mir vorstellen, was du gleich sonst noch am Hals hast. Siehste? Und ich glaube, das war der letzte. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal noch ein bisschen Geld einsammeln. Weil wenn wir Ralphie hier gleich zu unserem neuen Verbündeten machen. Warum ist die Gartenschere und die Baumschere und so blutig? Hast du noch alle Finger? Durchzählen. Fünf da, fünf da. Sieht eigentlich ganz gut aus. Die Schuhe sind auch noch dran. Nase, Ohren, alles fit. Ich glaube, die haben dir ein anderes wichtiges Körperteil abgeschnitten. Naja, auch da gilt, gebt mich erstmal nichts an. Und da will ich auch nicht unbedingt nachgucken. Aber wenn wir den Laden hier gleich übernehmen und Ralphie zum Chef machen, dann möchte ich vorher die ganze Kohle einsammeln. Hinterher kommen wir vielleicht nicht mehr dazu, wegen Sequenz und so. Und da müsste noch... Na, also da haben wir es doch, ein Bild hängen. Und mehr erzählt mir die Minimap nicht. Ich weiß, im Erdgeschoss ist noch mal ein bisschen Geld, vielleicht 250 oder so. Das lassen wir jetzt erstmal gut sein. So, Ralphie. Wer zum Henker bist du? Dein neuer bester Freund. Ich hätte dir den Arsch, du kleiner Hühnerdieb. Also los jetzt. Na, so viel dazu. Okay, ich glaube, das haben wir. Schadenssumme ist erreicht. Rede mit Berdonelli. Ja, so viel dazu. Wahrscheinlich müssen wir die Wahrscheinlich müssen wir die Fleischerei nachher nochmal zerlegen, weil hier das Finale steigen wird. Ich meine, das Büro mit dem Telefon und so haben wir schon entdeckt. Na schön, das heißt für mich, wir sammeln im Erdgeschoss nochmal das letzte Stückchen Bargeld ein. Und dann können wir uns eigentlich auf die Socken machen, zurück zum Bär. So, wo haben wir es denn? Da im Regal liegt es und sagt nichts. Ist ja wohl nicht so was Unkooperatives. Das ist eine Schweinerei hier. Meine Güte, also entweder saufen die alle oder ein Superman hat sie abgemuxt. Naja, das bisschen Wachposten, das lassen wir mal durchgehen. Was wir jetzt vielleicht noch machen könnten, nur für den Fall der Fälle, da hinten den blinkenden Kasten neu verdrahten, dann können wir beim nächsten Mal vielleicht ein paar Infos mehr rausziehen über Leute und Positionen und sowas. Man kann ja nie wissen. Knack. Und Back. Wunderbar. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das Spiel vorher auch schon so leicht? Schmeckt scheiße. Also, das werde ich Brooklyn jetzt nicht sagen. Aber wahr ist es trotzdem. Was ich gerade gesehen habe, hier kostet jeder Kasten 3 unserer kostbaren Sicherungen. Das heißt, die Kästen, die vorher nicht gingen, ging wahrscheinlich deshalb nicht, weil wir zu wenige hatten. Eine reicht halt nicht mehr. Okay, für heute würde ich sagen, war es das dann auch schon wieder gewesen. War ein relativ erfolgreicher Ausflug. Hat zwar nicht besonders lange gedauert, aber wir haben viel erreicht. Die Sache mit dem Schwarzgebrannten müssen wir vielleicht noch machen, aber ansonsten können wir mit dem Bär reden und dann geht es hier eigentlich noch ganz gut ab. Da drüben ist die Autowerkstatt. Alles klar. Na, jetzt bauen wir erstmal
Point Verdun auf für Nikki und ihren Vater Burke. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Bis dahin dann. Macht's gut. Hallo Jörn Steif. Ciao, Freunde.